Meine Damen, meine Herren, schönen guten Tag und herzlich willkommen zur Bundesgeregordent-Ansprache zum Sommer 2018. Nennen wir es mal so. Eigentlich habe ich ja die Bundesgeregordent-Ansprachen, diese Updates, was jetzt meine persönliche Arbeit, das, was ich für YouTube oder anderswo mache, die würde ich euch gerne regelmäßiger anbieten, meistens so drittel- oder vierteljährlich. Ich glaube aber, seit dem letzten ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen, das müsste noch 2017 gewesen sein. Das liegt aber nicht daran, dass ich mich auf die faule Haut gelegt habe, aber dass ich sehr viel zu tun hatte, nicht nur in privater Natur, sondern in arbeitstechnischer Hinsicht und etliche Sachen vorbereitet habe, die ich heute auch euch spruchreif präsentieren kann. Aber auch ich wollte erstmal warten, bis ich sozusagen meine Schäfchen einigermaßen zusammen habe. Es gibt viel, was ich mit euch besprechen möchte und euer Feedback dazu einholen möchte. Und dazu wollte ich eben den richtigen Moment abpassen und abwarten. Und ich glaube, der sollte jetzt gekommen sein. Es hat sich einiges getan im letzten halben Jahr und es wird sich einiges ändern und Neues mit dabei sein. Und ich bin sehr gespannt darauf, wie ihr darüber denkt und wie wir das in der Zukunft gemeinsam angehen würden. Ich habe eine kleine Liste gemacht. Ich hoffe, dass ich dann alle Punkte da mal kurz abgehen kann und nicht zu viel schwadroniere. Wahrscheinlich werde ich schon schwadronieren, aber das seid ihr auch entsprechend gewohnt von mir. Der erste Punkt, den ich habe, ich will mich nochmal bei euch bedanken für die 20 Jahre RPG Heaven, die mittlerweile vollbracht sind. Mitte Juni 2018 war es soweit und der RPG Heaven, den ich noch als kleines Projekt während meiner Uni-Zeit gestartet habe, wo ich einfach mal, als ich Informatik für ein paar Jahre studiert habe, auch die Möglichkeit hatte, oh, da gibt es freies Internet und ich kann mich an Workstations dran setzen, Solaris Workstations, wo Netscape Navigator und andere Sachen eingebaut sind. Ich habe mich da einfach ausgetobt und meine Leidenschaft darüber, dass ich gerne schreibe und Sachen ausprobiere, da habe ich meine eigene Website eben zusammengebaut und ich habe es wahrscheinlich an anderer Stelle in anderen Podcasts nochmal gesagt, ich hatte ja immer so gewisse Wünsche und Ambitionen, so in meiner Teenagerzeit und sogar noch in meine 20er rein. Ich wollte immer mal bei einer Videospielzeitschrift arbeiten, weil das war das quasi, was ich am liebsten konsumiert habe als Kind und als Teenager. Ich habe jede Ausgabe der Powerplay und der Videogames und der Mega Fun und auch der Fun Generation, wie sie alle heißen, der Gamers, der Total, habe ich alle verschlungen. Und ich wollte schon immer mal für eine Zeitschrift arbeiten, aber als Hamburger Kind mit oder Hamburger Jugendlicher mit dann auch kaum Geld, hatte ich nicht die Möglichkeit, nach Würzburg oder München oder anderswo zu fahren, wo es entsprechende Redaktionen gibt. Und ich habe mich dadurch ausgetobt, dass ich während meiner Uni-Zeit dann einfach angefangen habe, damals mehr schlecht als recht, aber es hat mir Spaß gemacht, meine eigene Webseite ins Leben zu rufen. Und die ist sozusagen dann vor 20 plus Jahren mittlerweile im Juni 1998 quasi als eigenes Format gestartet, als der RPG Heaven, der Role-Playing Game Heaven, wo ich eben meine Reviews geschrieben habe und alles drum und dran. Und das hat mich so ein bisschen darauf vorbereitet, was meinen späteren Arbeits- und Lebensweg dann angeht, weil wenn ich das nicht gemacht hätte, dann hätte das nie wirklich dann dahin geführt, dass ich mich irgendwann bei Game One beworben habe, als Redakteur und Praktikant. Als Redakteur hat es nicht direkt geklappt, aber als Praktikant hat es immerhin funktioniert und mir dadurch eine Möglichkeit eröffnet hat, einen neuen Job dann dazu haben und mitzunehmen. Und ich habe den RPG-Heaven mittlerweile, auch wenn ich da nicht regelmäßig die Website dann bestückt habe und mich auf andere Sachen konzentrieren musste, aber ich habe ihn irgendwann ja reaktiviert als YouTube-Kanal. Und ich weiß nicht, ob ich das an anderer Stelle mal erwähnt habe, aber ich mache das in hier dann nochmal, weil es so ein bisschen den Kontext euch dann geben soll. Ich war Anfang 2012 längere Zeit krank. Mir war es nicht möglich, dann konkret für ausreichend Zeit zum Beispiel vor einem Monitor zu sitzen und da meine übliche Arbeit zu erledigen. Ich konnte nicht dann typisch texten oder schreiben oder vertonen oder drehen mit Leuten draußen und so weiter. Das war mir leider nicht möglich für eine Zeit lang und es hat sich leider ein bisschen länger hingezogen und ich bin wieder einigermaßen fähig geworden, was zu tun, eher gegen Ende des Jahres hin, gegen Ende 2012. Und da war die eine Sache für mich, vielleicht merkt ihr dann, das ist dann auch einher damit gegangen, dass der RPG Heaven als YouTube-Kanal dann regelmäßig bestückt wurde. Das war eine Möglichkeit für mich, wieder zu testen, nachdem ich es gesundheitlich dann wieder einigermaßen auf dem Damm mit mir gewesen bist, bevor ich wieder ins Arbeitsleben vernünftig einsteigen kann, dass ich mich mal ein bisschen ausprobiere und austeste. Und dazu war der YouTube-Kanal tatsächlich gedacht. Nicht nur Stuff, den ich gerne privat machen möchte, sondern hey, kann ich wieder Videos produzieren? Kann ich
vor der Kamera arbeiten? Kann ich Stuff machen? Kann ich Sachen zocken? Kann ich entsprechend meine Meinung darüber abgeben und so weiter? Das war mir 2012 zu einem großen Teil gar nicht möglich, ne? Und es war wirklich sehr, sehr gut, dass ich das Outlet hatte, das über YouTube zu machen. A, weil ich nicht nur selbst viel dabei gelernt habe, was mit den Jahren passiert ist, was eigene Videoproduktion angeht, die noch darüber hinausgeht als das, was ich bei Game One als Redakteur und Redaktionsleiter gelernt habe, sondern eben es hat mir auch die Möglichkeit gegeben, wieder einigermaßen in den Jobmodus reinzukommen, sodass ich wieder bei Game One TV einsteigen kann und von da aus da wieder hingekommen bin, wo wir uns heute sehen, als Moderator und Redakteur bei Rocket Beans TV, wo ich Formate wie den Retro Club, den Future Club, das Nerd Quiz, Spiele mit Bart, Speedrandale und so weiter und so fort, den Plauschangriff und so weiter betreuen kann. Und das war eine große und wichtige Sache. Und dass jetzt dieses Projekt quasi mit Abschluss der Top 101, was auch nochmal ein Sonderprojekt für 2 Jahre lang gewesen ist, wo ich fast jede Woche euch da ein Video bieten konnte für 101 und mehr Rollenspiele, dann sogar, dass wir da die 20 Jahre gefeiert haben und dann nicht nur die Top 101 von euch gut angenommen wurde, sondern allgemein das Projekt in so einem guten Zustand momentan ist und mir viel ermöglicht hat, nicht nur in privater Hinsicht zu machen, sondern allgemein ohne das Projekt RPG Heaven wäre ich nicht da, wo ich bin. Und ich bin da nicht nur dem Projekt dankbar dafür, sondern eben euch allen da, die mir über die Jahre dann als Leser die Treue gehalten haben, als Videozuschauer, als Leute, die die Projekte bei Rocket Beans hören, als Podcast-Zuhörer. Und ich wollte die Gelegenheit nochmal nutzen, euch allen da Danke zu sagen. Es war mir ein großes Vergnügen. Und ich will jetzt nicht sagen, auf die nächsten 20 Jahre, weil dann lege ich mir wieder irgendwie ein Ei ins Nest und so. Dann muss man schon mal ein bisschen da aufpassen. Aber ich hoffe, ich konnte euch dann weitergeben, wie viel mir das Projekt bedeutet und wie viel mir es bedeutet, dass ihr dann entsprechend so lange daran partizipiert und wir gemeinsam hier was Schönes geschaffen haben. Das ist toll und vielen Dank dann dafür. Wenn wir aber bei dem Punkt jetzt hier gerade sind, und ich habe euch gesagt, da gibt es einige Sachen, die sich jetzt in Zukunft anpassen und ändern werden. Ich habe gegebenenfalls darüber jetzt schon, da will ich auch bei Rocket Beans nochmal machen, in dem Moin Moin oder sowas, vielleicht wäre da der richtige, das richtige Umfeld dann dafür. Aber ich werde in der nächsten Zeit an aller Wahrscheinlichkeit nach, obwohl es ist schon ziemlich sicher, ich kann noch nicht sagen, in welchem Umfang es ist, aber ich werde meine Arbeitszeit bei Rocket Beans TV reduzieren. Das heißt, ich werde nicht mehr Fulltime da sein, sondern für einen kürzeren Zeitraum in der Woche, um mir da Freiräume zu schaffen, A, damit ich mehr mich ausruhen kann und B, damit ich mehr Zeit in private Projekte investieren kann. Was genau bedeutet das? Seitdem Rocket Beans TV läuft, ne? Ihr kriegt ja sowieso mit den Projekten, die so über den Sender gehen und produziert werden, dass ich sowieso meine Hand in vielen Sachen da drin habe, wie eben Nerdquiz und Retro Club und dies und jenes. Mit Reboot hatten wir gerade was gestartet, was leider nicht ganz so gut funktioniert hat, aber dafür war unser Experiment mit dem Game Talk, was auch übrigens sehr cool angekommen ist. Das freut mich auch, da hoffe ich, dass wir da in die Richtung vernünftig weiterarbeiten können. Da ist jede Menge Zeug dabei, was ich gerade seit den turbulenten Anfängen des Senders, ne, das ist ja mittlerweile auch, kann man es auch Sender nennen, aber da mussten wir Anfang 2015 mit dem Wechsel von dem Ende von Game One zu einem vollbestückten TV-Sender finden, wie wir da arbeiten und tun und machen. Ich habe gerade im letzten Jahr gemerkt, dass ich so ein bisschen mein Zeitmanagement nicht mehr vernünftig da zurechtbekomme. Also für mich ist Zeitmanagement sowieso ziemlich das Wichtige, weil das, was ich auf der Arbeit tue, das, was ich privat für euch als Outlet, für YouTube und so weiter mache, so 100% getrennt ist es von der Arbeitsweise ja nicht unbedingt. Ne? Also so wie ich ein Video für oder eine Matz für Rocket Beans TV produziere, der Ablauf und der Aufwand sieht nicht viel anders aus, als wenn ich etwas für mich, für den YouTube-Kanal hier draus mache. Und ich konnte zumindest in den Jahren vorhin, was vor allem auch meine Verpflichtungen bei Rocket Beans TV angeht, was nicht immer damit einhergeht mit visiblen Sendungen, die da draußen sind. Ich bin viel in Arbeit involviert, die zum Beispiel dann nicht sich direkt in Sendeminuten umrechnen lässt, sondern da wird ein Konzept geschrieben, da wird Kollegen nochmal ausgeholfen, da wird nochmal vorproduziert, da wird nochmal geplant und organisiert und so weiter und so fort. Das sind Sachen, die über die Jahre so zusammengekommen sind, die zum Beispiel dann nicht mehr mir Möglichkeit gemacht haben, mein Zeitmanagement so vernünftig hinzukriegen, dass ich so eine vernünftige Work-Life-Balance dann haben kann, weil sobald ich dann mir die Zeit nehme,
um quasi zu entspannen und meine Batterien wieder aufzuladen, was ich in den kommenden Jahren sowieso auch mehr brauchen werde, denn ich gehe auf die 40 zu. Ich werde dieses Jahr 40 und ich merke das zwar nicht körperlich in dem Sinne, dass ich sage, oh, ich fühle mich wie ein Wrack, aber ich kann vielleicht schon mal hier und da merken, oh, ich merke, meine Energiereserven sind nicht mehr das, was sie mal waren. Ne? Und bei dem Tempo, bei dem ich gehe, wahrscheinlich. Ich kenne mich da persönlich ganz gut, was es angeht, und ich bin vom Naturell her eh ein Typ, der gerade bei solchen Arbeitssachen gerne eher mal, wenn ich gefragt werde, ja sagt, einfach um mich zu fordern, um Sachen auszuprobieren, um Sachen zu lernen und Ängste abzubauen. So habe ich meine Game One-Zeit größtenteils verbracht, bin da als Praktikant reingekommen und wusste von nichts, aber ich habe mich überall dann reingeschmissen und die Sachen gelernt, und es ist sehr angenehm, wenn man irgendwann mal Ängste abgebaut hat und dann vernünftig produzieren und machen und tun kann. Und so bin ich viele Sachen angegangen und habe auch viele Sachen mir aufgeheizt sozusagen, was letzten Endes mehr dann dazu geführt hat, oh, na gut, dann schlafe ich eben eine halbe Nacht weniger, damit ich noch diese Mats vorbereiten kann, oder ich würde eigentlich gerne jetzt noch kurz irgendwo, ich brauche noch kurz mal ein bisschen Verpflegung zwischendurch, aber ich bin gerade hier so gut mit dabei beim Texten und so, dass es nicht ganz so einhergegangen ist. Und im letzten Jahr habe ich das eben daran gemerkt, dass ich nicht mehr diese Balance vernünftig hinbekommen habe und das auch Auswirkungen gehabt hat, wie ich nicht nur meine Arbeit auf dem YouTube-Kanal vernünftig zusammen machen kann, was eh nochmal so eine On-Top-Sache ist, was ich nach der klassischen Arbeitszeit mache, am Wochenende oder an den Abenden oder früh morgens, wenn es zusammenkommt, sondern auch das, was Rocket Beans TV angeht. Ne? Und da ist zum Beispiel der Plauschangriff ein perfektes Beispiel dafür. Ich konnte im letzten Jahr zum Beispiel nicht garantieren, dass ich so die Freiräume bei mir schaffen kann und bei den anderen Leuten und so zusammenkomme, dass ich auch, was die Qualitätssicherung des Plauschangriffs angeht, mir ist es wichtig. Ne? Ich will nicht einfach so, ach, da kommen nur so Leute, die gerade Zeit zusammen haben und alle sind sowieso unter Zeitdruck, weil sie noch zum nächsten drehen wollen. Die Hälfte hat die Filme nicht geguckt oder die Spiele nicht gespielt. Aber ich mache keine Podcasts einfach und gerade Plauschangriffe einfach so, um welche zu machen, sondern ich habe gerade die Plauschangriffe immer so angegangen, das ist ein Projekt, was mir sehr viel bedeutet und wo ich auch viel Aufwand rein investiert habe. Das war auch eine Sache, die ich bei Game One Zeiten on top gemacht habe. Ne? Das war nichts, was irgendwie nochmal zeittechnisch in die Arbeit involviert, weil ich habe mich ums Equipment, um Schnitt, um alles drumherum gekümmert, und es war ein Projekt, was aus dem Herzen entstanden ist. Ne? Und wenn ich das nicht mit meinem Herzen so füllen kann und nicht die Qualität sichern kann, dann war es ja das, was ich euch nicht regelmäßig anbieten möchte. Und das finde ich schade, ne? Weil gerade es gibt viele Sachen, die wir da noch machen können und tun. Und wenn da so viel arbeitstechnisch auf mich zukommt, dass ich gerade mich auf solche Sachen nicht mehr konzentrieren kann, finde ich es persönlich sehr schade. Und eine Konsequenz war es dadurch, dass ich gefühlt habe, ne, meine Energie wird weniger, ich kriege meine Projekte nicht mehr so einher, dass ich entsprechend auch meine Ruhephasen dazwischen haben möchte, und ich habe mich auch immer weiter schlapp gefühlt. Mir sind tatsächlich auch Gedanken gekommen, potenziell vielleicht komplett bei Rocket Beans aufzuhören. Keine Angst, ich werde nicht aufhören, aber ich wollte es nur nochmal sagen, damit ihr wisst, wo ich quasi herkomme mit dem, was ich gerade ausführen möchte. So der Gedanke ist mir durch den Kopf gegangen, und eigentlich möchte ich das nicht irgendwie komplett bei Rocket Beans aufhören, weil ich bin auf die eine oder andere Art bei dem Laden seit über 12 Jahren, mittlerweile fast 12 Jahren, kann man sagen, seit Mitte, Ende 2006. Und da hat sich nicht nur ein schönes Arbeitsumfeld, ein zwar chaotisches Arbeitsumfeld aufgebaut, aber eine Möglichkeit für mich als kreativen Menschen und leicht entrückten Menschen mit einer speziellen Art von Humor, sich richtig auszutoben und da so, ja, Mittel zu haben, um zu produzieren und anderen Stuff, sondern eben auch ein freundschaftliches und fast familiäres Umfeld, gerade mit den Leuten, die seit vielen Jahren dabei sind, und auch viele neue Leute, die dazukommen. Es ist natürlich bei 100 plus Leuten, die wir da mehr sind, nicht mehr diese kleine Truppe, die ganze Zeit aufeinander hockt und alles gemeinsam erledigt, so wie es ganz früher gewesen ist. Aber dennoch ist es ein familiäres, freundschaftliches Verhältnis, was natürlich eine sehr einzigartige Arbeitssituation ist. Nur mit den Jahren, mit der Erfahrung, dass ich, weil ich mittlerweile weiß, wie mein Körper funktioniert und auch solche Sachen, ich habe meinen krankheitsbedingten Ausfall 2012 erwähnt, solche Sachen können dich auch nochmal komplett aus der Tour rausbringen, wo du einfach dann rausgerissen wirst aus deinem gewohnten Umfeld und deinen gewohnten Arbeitsweisen. Ich habe gemerkt, eben vielleicht, ich glaube, auf Dauer kann ich das nicht mehr aufrechterhalten. Und wenn das die erste Konsequenz ist, dass ich meine Projekte einschränken muss und alles nicht mehr so mit der Konsequenz machen kann, oder wenn ich
den Qualitätsstandard halten möchte, muss ich darüber hinaus nochmal private Energie zusätzlich installieren, dann wäre das durchaus auch ein Gedankengang gewesen, wo ich sage, hey Leute, ich kann, glaube ich, nicht mehr. Ne? Ich möchte nicht dann irgendwie auf einen Burnout oder sowas zusteuern und so sehr es mir leid tun würde, da rauszugehen, weil ich so ein Umfeld verliere, aber auch entsprechend eine Möglichkeit, wo ich meinen Lebensunterhalt eben mit verdiene und alles. Es wäre natürlich ein großer Umbruch oder eine andere Art, wie ich das daneben machen müsste, aber es war eben ein Gedankengang, der mir durchgegangen ist. Das habe ich auch mit den Kollegen bei Rocket Beans besprochen und da haben wir oft und lang dann drüber geredet, dass wir zu einer vernünftigen Form kommen, weil auch die wissen ja zum Glück meine Arbeit zu schätzen, die ich die ganzen Jahre mache und ich würde auch gerne dann weiterhin mit denen zusammenarbeiten, dass wir zu einer Übereinkunft gekommen sind und ich in Zukunft nicht mehr Fulltime bei Rocket Beans sein werde. Das heißt, ich bin nicht mehr klassisch Montag bis Freitag plus die weiteren Tage oben drauf, wenn am Wochenende irgendwas ansteht und sowas dann mit dabei, sondern in einer reduzierten Fassung und schaffe mir dadurch zwei Möglichkeiten. A, es sind Freiräume, die ich entweder dazu benutzen kann, ein bisschen mehr Luft im Kopf zu haben, ein bisschen mehr meine Batterien zwischendurch aufzuladen, aber auch Sachen, die ich dann vernachlässigt habe oder in andere Privatzeit reingepackt habe, dass ich da zum Beispiel für Privatprojekte, ne, was ich bei YouTube anstelle oder neue Sachen bei YouTube pilotieren, austesten, dass ich dadurch Zeit bekomme, Freiräume, das damit zu erledigen. Damit einhergeht aber, was meine eigentliche Arbeit bei Rocket Beans betrifft, dass die nochmal, da kann ich euch jetzt keine konkreten Details nennen, weil wir da noch in der Findungsphase sind, wie das konkret aussehen soll, aber es wird alles nochmal ein bisschen umgestellt und angepasst. Im besten Fall wird es vielleicht so sein, dass es für euch nach außen hin nicht groß mit einer Änderung damit behaftet ist, was jetzt die Produktion vom Retro Club oder andere Sachen da angeht. Ein kleiner Nachtrag zum Video, weil ich in der ursprünglichen Aufnahme diesen Punkt nicht so präzisiert habe, wie ich es eigentlich wollte. Der Plauschangriff ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Element von meiner Neuorientierung der Arbeitsweise und der Arbeitszeit. Und das ist auf jeden Fall auch ein gestecktes Ziel, dass durch die reduzierte Arbeitszeit, die ich da habe, ich mich nicht nur eben auf Projekte wie erwähnt den Retro Club oder Spiele mit Bart oder Nerdquiz und so weiter konzentrieren kann, sondern dass da auch entsprechend eben die Freiräume geschaffen werden, dass ich euch mein Herzensprojekt im Plauschangriff wieder in der Qualität und der Frequenz dann bieten kann. Wie genau das ausschaut, ne, das muss ich dann erstmal wirklich finden, wenn ich weiß, wie meine Zukunft und meine Arbeitsweise bei Rocket Beans dann ausschauen wird. Und es ist auf jeden Fall ein großer und wichtiger Punkt auf der Agenda, aber da kann ich wirklich jetzt noch nicht konkret sagen, das sieht so oder so aus und wir machen das da oder da. Es ist aber, wie erwähnt, ein sehr, sehr wichtiger Punkt und das ist auch etwas, wo ich ganz, ganz konkret darauf hinweisen werde. Und ja, das ist so gerade die Situation, die bei Rocket Beans vorherrscht. Und das ist für mich auf jeden Fall so ein kleiner Silberstreifen am Horizont und auf jeden Fall für mich eine konkretere Sache, wie ich meine zukünftige Arbeit und meine Lebensweise angehen kann. Einfach nicht mehr das Gefühl zu haben, dann immer auf den Batteriestand zu gucken, der ist ja immer kleiner, kleiner, kleiner und kleiner wird und weniger dabei rumkommt und ich möchte nicht mit einem Burnout enden, ne? Da habe ich auch keinen Bock. Ne? Wenn ich jetzt hier auf die 40 zugehe und dann einfach nur als Wrack irgendwo auf dem Sofa liegen kann, das muss nicht sein. Ne? Ich möchte auch gerne wieder mehr laufen können. Ne? Das ist was ich auch zeitlich nicht geschafft habe. Das war für mich auch immer eine Gelegenheit, gerade mental abzuschalten. Das zumal habe ich in den letzten anderthalb Jährchen nicht mehr so regelmäßig geschafft wie früher. Ich hoffe, dass ich da auch wieder die Gelegenheit bekomme, einfach dann in einem gesunden Körper steckt ein gesunder Geist. Und das sollte die Konsequenz sein. In Sachen Plauschangriff gibt es auch ein weiteres Projekt, was ich jetzt auch offiziell dann an euch reinbringen möchte, was auch wirklich sehr viel Arbeit in den letzten Wochen und Monaten mich gekostet hat, aber was ich lange Zeit vor mir herschieben musste, aber dann auch endlich konkret angegangen bin und das auch mit den Kollegen bei Rocket Beans TV so abgesprochen habe, dass da weil wir uns da noch überein werden mussten, eben konkret, wie das ausschaut, damit das auch alles als rechtens zusammenkommt. Ich werde euch ein Archiv bieten können der alten Plauschangriffe. Als die MTV-Seite down gegangen ist, als Viacom nicht mehr quasi unsere MTV-RSS-Feeds und alles dann befeuert hat, klar, als der Plauschangriff wieder gestartet ist auf Rocket Beans TV, das findet ihr natürlich auf Rocket Beans TV, auf Soundcloud drauf, über den RSS-Feed, über iTunes und so weiter und so fort, kommt ihr da an die aktuellen Podcasts, aber die alten waren dadurch nicht mehr verfügbar. Fast 140 Stück, 135 bis 40 Stück, die wir gemacht haben, im Zeitraum von 6 Jahren oder so seit 2009, da wo wir für Rocket Beans, für Game One und für Viacom produziert haben, waren nicht mehr verfügbar und ein paar Leute haben welche bei YouTube hochgeladen. Hier ist mal was bei archive.org gelandet, aber es gibt
keine konkrete Anlaufstelle, wo ihr die alten Podcasts finden könnt. Und ich wurde immer wieder gefragt, hey Gregor, wo sind die alten Podcasts? Wo ist dies, wo ist jenes? Und das war nicht vor allem schade, weil es eben so ein Projekt ist, was mir so nah am Herzen liegt, dass es da kein Archiv für euch gibt, wo ihr nicht dann eben darauf zugreifen könnt und das mitnehmen könnt. Und ich kann jetzt sagen, dieses Archiv, es kommt und es ist effektiv da, denn es heißt plauschangriff.de. Ja, geht einfach mit eurem Browser auf die Webseite plauschangriff.de und dort werdet ihr das Archiv vorfinden von allen Podcasts, die ich seit 2009 produziert habe oder besser gesagt, das wird jetzt nach und nach gefüllt. Was ihr da schon finden könnt, ist, da ist unter einem Blogsystem, ich habe das ein bisschen visueller aufgestellt, damit ihr auch, ja, also ihr werdet da alles benutzen können, da gibt es Reiter, die ihr anklicken könnt, um entsprechend die Bereiche zu gehen, es gibt eine Suchfunktion, es gibt ein paar Blog-Einträge, wo ihr über RSS abonnieren könnt und über neue Sachen informiert werdet, aber entsprechend auch Einträge über die einzelnen Podcasts. Da drin sind nicht nur als Sammlung und entsprechend verlinkt alle Podcasts, die wir zu Rocket Beans Zeiten gemacht haben, die sind direkt als Verlinkung da, sodass ihr auf die entsprechenden Soundcloud- und iTunes-Seiten kommen, sondern auch alle Gedankensprung-Sachen. Das war auch eine Sache, die ich eben, ihr habt es ja gemerkt, seit so knapp anderthalb Monaten habe ich wieder, nachdem mein alter Podcast-Anbieter nicht vernünftig gearbeitet hat und die sehr viele Ausfälle hatte, konnte ich euch zum Beispiel nicht viel von dem CracksRPG-Heaven-Content als Podcast separat anbieten, auch wenn sie das angeboten hat. Ich habe im Vorfeld, wo ich plauschangriff.de vorbereitet habe, aber auch diese Pipeline wollte ich dann festlegen und wieder konkret machen, jetzt eine Möglichkeit gefunden mit dem neuen Host, mit entsprechend der richtigen Pipeline, wo ich dann die Blogartikel und die Podcasts euch anbieten kann und neue Videos, die kommen, die dann auch als Podcast funktionieren, entsprechend mit der Audiospur umzurechnen und zu machen, dass auch alles auf dem Gedankensprung-Feed landet, den ihr hier auch zusätzlich auf plauschangriff.de finden könnt, mit einem separaten Blog-Eintrag, mit einer Handvoll exklusiver Sachen, die nicht als Video aufgetaucht sind bei Greg's RPG Heaven, wo ich dann nur Zeit hatte, audiomäßig was aufzunehmen oder mit Leuten was zu machen. Und das findet ihr zum Beispiel da auch unter einem eigenen Reiter und das wird weiter bestückt werden. Darüber hinaus, neben den neuen, die da sind, ist da ein zusätzlicher Reiter, der nennt sich Plauschangriff Classics. Und da ist auch ein Soundcloud-Feed in Arbeit, da ist auch entsprechende iTunes-Verknüpfung in Arbeit. Und da wird das so sein, weil das die einzelne Arbeit an den jeweiligen Podcasts, weil da muss entsprechend die Datei vorbereitet werden, die ID3-Tags müssen fertig gemacht werden, Blog-Einträge müssen geschrieben werden, neue Vorschaubilder gesucht werden, entsprechend die Timecodes nochmal rausgeschrieben. Das wird übrigens auch eine Sache sein, dass ich auch bei den neueren Podcasts dann nach und nach die Timecodes nachliefern kann, die nicht möglich waren, weil das ja auch irgendwie fragmentiert war über die verschiedenen Webseiten von Rocket Beans TV, dass da auch Timecodes wieder in die neuen Sachen mit reinkommen. Die müssen nach und nach vorbereitet werden, die alten Podcasts. Und ich kann euch jetzt nicht sagen, in welchem konkreten Rhythmus das ist. Ich glaube, alle paar Tage ist da am sinnigsten. Eine Woche wäre wahrscheinlich zu weit auseinander, aber wir müssen das mal austesten. Werde ich euch nach und nach alle Podcasts hochladen aus der Game One-Zeit. Das heißt, da ist bereits einer da, der zur E3 2009, der allererste, wo ich mit Simon und Budi gemeinsam am 4. Juni 2009 zusammengesessen habe und die E3 zusammengefasst habe, der ist bereits online und wenn ihr den Feed abonniert und da auf plauschangriff.de guckt unter dem Reiter Plauschangriff Classics, da wird nach und nach in dem regelmäßigen Abstand dann alles nach und nach und nach aufgefüllt, dass wir hoffentlich im Laufe des kommenden Jahres dann nicht nur das komplette Archiv vom Plauschangriff da haben, sondern auch die neuen Sachen, die dann bei Rocket Beans TV dazugekommen sind und hinzukommen werden, die wir regelmäßig produzieren werden, plus alle Gedankensprunggeschichten, wo ich nach und nach jetzt erstmal den Re-Upload mache von den Sachen, die vorher schon auf dem Feed waren, die alten Podcasts und Reviews und so weiter, aber zwischendurch immer wieder neue Sachen da auch mit dazu tue. Also solltet ihr auch fast jeden Tag eine neue kleine Audiodatei oder eine längere Audiodatei finden. Und das ist das Projekt, wo ich viel Arbeit nebenbei im Geheimen in den letzten Monaten investiert habe und das ich jetzt an euch heranbringen kann, dass es ein entsprechend gemachtes Bett ist, wo ihr auch die neuen Plauschangriffe dann genießen könnt. Und wenn jemand fragt, hey, wo kriege ich nochmal Plauschangriff her? Plauschangriff.de. Und da ist es da. Und das ist auch ein Service, der, auch wenn ich da persönlich in den Invest gegangen bin, Webspace kaufen, Domains entsprechend aufbauen, hier dann das Content-System aufrechterhalten, den Webspace für den Podcast dann wieder für die verschiedenen Feeds zusammenholen, die ganze Vorbereitung und so. Also nicht nur Zeit, die ich da rein investiert habe und alles auch monetär. Es ist komplett kostenfrei. Ja, es gibt keine Werbung da, es gibt keinen Account, den ihr einrichten müsst oder sowas, es gibt keine
geheimen Feeds für Abonnenten und so weiter. Nein, das ist alles for free. Das bezahle ich selber aus eigener Tasche. Das war mir auch dementsprechend wichtig, weil das ein Projekt ist, was mir am Herzen liegt und was ich dann auch so betreuen möchte, dass ihr, naja, dass ihr so rankommen könnt mit dem Rahmen, den es auch verdient. Ne? Und ich will da nicht die Hand aufhalten und sagen, hey, da ist der Wegzoll, nur dann bekommt ihr den alten, coolen Content oder sowas. Nein, das bekommt ihr for free und das wird auch so bleiben. Und das ist einfach eine Anlaufstelle, die für euch ist. Ich hoffe, dass sie von euch dann auch angenommen wird und ihr da Spaß habt, nicht nur die alten Podcasts zu entdecken und die neuen Sachen, sondern auch in den Comments partizipiert und anderen Stuff da anstellt. Und ja, das würde mich freuen, wenn ihr da gerne die Kunde auch weitergebt und wir hoffentlich da unser Archiv mit den alten und neuen Podcasts nach und nach dann aufbauen. So, diese Sachen, alle for free, alles so, wie sich dann gehört. Eine weitere Sache, die hinzukommt, und ich habe wieder ohne Ende gequatscht, aber ich hoffe, dass ich durch diesen Punkt einigermaßen durchkomme. Ich habe euch gesagt, um den Punkt jetzt vernünftig in den Kontext zu setzen, ich werde weniger bei Rocket Beans TV arbeiten. Ich bin da nicht mehr Fulltime, sondern nur weniger Tage die Woche. Das heißt, die nächste Zeit, die mir da frei bleibt, klar, die kann ich natürlich dafür benutzen, in YouTube zu investieren, die kann ich dafür benutzen, um entsprechend mich auszuruhen, aber letzten Endes, um da das finanzielle Loch, was dabei entsteht, wieder einigermaßen zu füllen, müsste ich mir natürlich auch nochmal gucken, dass ich zumindest einen Teil oder vielleicht sogar die ganze Zeit da jobmäßig anders mitfülle, mit nicht Rocket Beans Arbeit, ne? Wo ich dann sage, hey, ich hole mir irgendwelche Schriftarbeiten von anderen Leuten hinzu oder ich mache Schnittprojekte für externe Leute, biete mich als Cutter und solche Geschichten an. Das wäre eine Möglichkeit, die da wäre, was ich aber gerne mal probieren würde und das ist eine Sache, ich weiß auch nicht, ob das ist, was von euch angenommen wird oder dementsprechend, da ich kann mir auch nicht konkret vorstellen, in welchem Umfang das sein wird, sondern ich will es einfach mal ausprobieren, um zu sehen, bevor ich jetzt anfange und mir groß Jobs hole und Cutter bei so und so viel Firma oder sowas werde für so ein paar Tage, ich will versuchen, zumindest einen Patreon-Support einzurichten für den RPG Heaven. Im Konkreten heißt das, ihr kennt Patreon wahrscheinlich, das ist ja die Support-Webseite für Creator, wenn sie Podcasts selber erstellen oder YouTube-Kanäle betreiben oder Projektreihen und so weiter dort machen, wo ihr als Konsumenten direkt sagen könnt, in meinem Fall, hey Gregor, ich habe das, was du bisher in den vielen Jahren produziert hast, dann genossen und ich würde dich gerne mit so und so dem kleinen Betrag pro Monat unterstützen. Und da wird zwar hier noch was gebührmäßig dann einbehalten oder sowas, aber ein Teil des Geldes landet dann bei mir. Ähnlich vielleicht wie dass manche Leute, was weiß ich, Twitch-Streamer machen, die dort mit ihren Twitch-Abos dann unterwegs sind, von denen auch ein Teil bei denen hier landet, aber in Twitch mache ich zum Beispiel nicht mehr so viel, ne? Und regelmäßig streamen könnte ich mir, glaube ich, da will ich mich nicht unbedingt hinbegeben. Ich bin kein klassischer Streamer-Let's Player, der den ganzen Tag dann nur StarCraft oder sowas dann macht. Das, glaube ich, könnte ich nicht dann schaffen. Was ich gerne machen wollen würde, ist es, eine Plattform zu bieten und wenn das von euch eingenommen wird, dann schafft es mir die Freiräume, wenn da ein bisschen Geld zusammenkommt, dass ich mir keine neuen Jobs dann suchen muss, sondern zum Beispiel sagen kann, hey, ich kriege so und so viel an dem Betrag zusammen im Monat und das bedeutet, es entsteht kein finanzielles Loch mehr, was ich da hätte und ich kann dann die frei gewordene Zeit dafür nutzen, die zum Beispiel mehr in YouTube zu investieren, was zum Beispiel die Konsequenz wäre. Ich konnte keine Gedankensprünge regelmäßig neu mehr machen. Früher konnte ich die, ich habe es wöchentlich probiert, aber das war nicht aufrechterhaltbar nach einiger Zeit. Was ich aber machen könnte, wäre jetzt mit der frei gewordenen Zeit und hoffentlich auch keinem finanziellen Loch, wenn über Patreon was da reinkommt, dass ich sagen kann, hey, ich kann euch wieder regelmäßig Gedankensprünge anbieten, ob jetzt solo oder mit Gästen zusammen zu Themen, die wir noch nicht angegangen sind, die ergänzen zu, die sich nicht mit den Plauschangriffssachen dann beißen, sondern es gibt so viele andere Themen, über die ich quatschen kann mit anderen Leuten zusammen, dass ich da regelmäßig wieder euch was anbieten kann. Wenn ich da einen gewissen Betrag zusammenbekomme, ist mir das wieder möglich. Oder, dass ich sage, dass ich beispielsweise eine weitere Top 100 einstarten kann. Ich glaube, das könnte ich mir auch zum Beispiel zeitlich nicht mehr so erlauben, wenn dann noch ein neuer Job dazukommt, dass ich dann sage, hey, noch mal so eine Top 101 der RPGs, wo ich vor allem auch viel, auch wenn es ein Arsch voll Arbeit war, ich kannte viele dieser Spiele ja auch sehr, sehr gut, sodass ich zumindest nicht mehr so ultra viel Recherche machen müsste. Was ich mir vorstellen könnte, wäre aber, dass ich da auch, wenn ein gewisser Betrag zusammenkommt, dann sage, hey, das gibt mir die Möglichkeit, eine weitere Top 101 für euch zu machen, aber zu einem anderen Genre. Zu Action-Adventures beispielsweise, sehr variables Ding, aber da kann man auch sehr viel dazu machen. Zu Horrorspielen wäre auch eine Sache. Oder Geheimtipps beispielsweise mit ganz, ganz bunten Genres, ne? Wo ich dann retrospektivmäßig in die Sachen mal reingehen kann. Das würde mir da auch die Möglichkeiten geben. Und
noch ein Löcher dann Sachen. Ich muss mal gucken, wie ich dann die Tiers und den ganzen anderen Stuff einstelle, aber ich will es zumindest für euch so einrichten, dass wenn ihr mich da unterstützt, ob es jetzt für meine bisherige Arbeit war oder die Sachen, die mir ermöglichen, meinen Content aufrechtzuerhalten bei YouTube und ey, unabhängig davon, ob da was zusammenkommt oder nicht, solchen Stuff wie die Reviews, die ich bisher gemacht habe, klar, ne, mache ich ganz natürlich noch weiter, ob es dann ausgepackt sich anbietet oder ich eine neue Hardware bekomme und da einen Test oder sowas dann mache, das will ich natürlich auch weiterhin anstellen, Gaming-Gyros, wenn ein frisches Spiel da ist, ne, das soll davon nicht betroffen sein, aber manche Sachen sind zeitmäßig nicht mehr zu machen und ich hätte schon Bock, einfach auch mal, wenn entsprechend Beträge zusammenkommen, Zeit zu investieren, Equipment nochmal abzudaten. Ich habe auch schon viele neue Kameras und anderen Stuff investiert, was jetzt so Lichter angeht, ein Greenscreen und anderes Gelöt, könnte ich mir zusammenbauen. Ich habe Reportagen im Sinne, Projekte, die ich mit gegebenenfalls anderen Leuten angehen kann, wo ich mal was pilotieren möchte, mal eine Sci-Fi-Review-Show oder whatever. Das sind so Gedanken, die ich mit euch gerne austauschen würde. Und das wird mir auch die Möglichkeit geben, wenn ihr mich da unterstützen könntet, eben über Patreon oder andere Sachen aus. Wie gesagt, ich möchte das rein optional halten. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viel dabei zusammenkommen könnte. Wenn nicht, dann eben nicht. Aber dann suche ich mir dann auch entsprechend nochmal andere Jobs und ihr bekommt das, was ihr bisher bekommt und plauschangriff.de for free. Aber ich will es einfach mal austesten und gucken, und wenn wir was zusammen schaffen können, was eben wir gemeinsam hier, wo ich mich weiter mehr freier konzentrieren kann und mehr Stuff bei YouTube machen kann, einfach wo ich Bock in der Richtung drauf habe und wo ihr Bock dann habt und vielleicht wollt ihr die Geschichte von Sega mal aufgedröselt haben und das in aller Ausführlichkeit haben. Das wären Sachen, wo ich Bock drauf hätte. Ne? Und das würde mir die Möglichkeit geben, da Freiräume zu geben. Zum Beispiel auch die EMP-Livestreams. Ne? Das habe ich ja damals für knapp anderthalb, zwei Jahre für EMP auf Twitch jede Woche ja die Livestreams gemacht. Samstag 2 Stunden, Sonntag 2 Stunden. Das auch entsprechend entlohnt wurde von EMP dann aus, aber mir auch die Möglichkeit gegeben habe, x-fach Sachen an Gewinnspielen an euch rauszuholen und so weiter und so fort. Das könnte ich mir jetzt einfach nicht so von der Backe reiben. Ne? Und da habe ich auch innerhalb dieser anderthalb, zwei Jahre effektiv keinen Tag frei gehabt, weil Montag bis Freitag für Rocket Beans gearbeitet, Samstag und Sonntag für EMP. Ne? Auch wenn es nur dann weniger Stunden waren jeweils, aber ich habe da die ganze Zeit keine freie Zeit gehabt. Das glaube ich, jetzt mit fast 40 würde ich nicht mehr so hinkriegen. Aber man könnte sagen, wenn dann entsprechend ein Bereich dabei ist, dann kann ich mir einen der freien Tage, die dann dazu kommen, dazu aus und sagen, hey, das ist unser Streaming-Tag jetzt. Ne? Und da können wir vielleicht wieder eine Show machen oder wir können irgendwas machen, was nach euren Wünschen entspricht. On top auf das, was sowieso wäre. Davon ist nicht betroffen, wenn mal E3 irgendwas ist und ich das nicht für Rocket Beans gerade mache, sondern hier mit euch streamen möchte oder die PlayStation Experience spät nachts und ich schmeiße es mal an, dann mache ich das trotzdem natürlich. Aber solche regelmäßigen Sachen gerne reintun und neue Projekte angehen und sowas wie die Einspruchkolumne, ne, die auch sehr aufwendig gewesen ist, die ich 2-3 Mal probiert habe, aber die cool ist, ne, und entsprechend aber vorgeschrieben und geschnitten und sowas sein muss, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Vielleicht werden mir dadurch die Möglichkeiten wieder offen. Und für die Leute, die mich unterstützen, ich werde dann gucken, dass dann nicht nur solche Standardsachen bei rumkommen, wie ihr werdet am gewissen Betrag nochmal genannt in den Videos, sondern auch gegebenenfalls vielleicht so ein privates Forum oder Reddit, wo dann entsprechend die Backer mit, das nennt man es Backer, die Supporter, die Patrons, dann dazu kommen, wo wir uns dann privat über Projekte austauschen können. Solche Sachen würde ich euch gerne anbieten. Oder ob es hier und da vielleicht nochmal auf Wunsch dann nochmal einen exklusiven Cast oder sowas geben kann. Da können wir auch nochmal gucken. Aber wie gesagt, ich kann da nicht absehen, wie es ist. patreon.com/rpghelfen, wahrscheinlich auch eingeblendet irgendwo hier oder unten im Text nochmal zu lesen, ist die Adresse, sollte auch parallel online gegangen sein mit dem Video und ich bin gespannt. Mich würde es sehr freuen, wenn ihr mich unterstützen würdet und ihr habt mich sowieso schon unterstützt über die ganze Zeit, was einfach eure Views und euren Support dann sowieso durch das ganze Feedback über Twitter, durch die Comments darunter gewesen ist, was ihr dann entsprechend in E-Mails geschrieben habt. Ich kann ja zum Beispiel, also dieser Patreon-Weg ist auch ein Grund zum Beispiel, weil man verdient ja nichts wirklich mit YouTube-Werbung oder Klicks oder sowas mittlerweile mehr. Ne? Also selbst bevor es die sogenannte Adpocalypse vor einiger Zeit gegeben hat, wo alles nochmal extra eingebrochen ist, das war nicht wirklich der Rede wert, dass man irgendwas davon bezahlen kann, was über YouTube-Views zusammengekommen ist. Und ich kann nicht einfach sagen, ich produziere mehr YouTube-Videos und dadurch wird so viel frei an Ressourcen, dass ich mir keine separate Arbeit dann suchen muss. Deshalb ist das, glaube ich, der sinnigere Schritt und warum nicht testen? Warum nicht mal ausprobieren? Selbst wenn jetzt nicht dann zusammenkommt, werde ich weiterhin meinen Stuff machen und ihr bekommt euer Zeug zurück und ich kann dann anderswo gucken, dann mache ich eine Schnittarbeit für andere Kollegen, aber so
Wer weiß, ne? Vielleicht bauen wir uns auch hier irgendwas auf, was noch drüber hinaus liegt zu dem. Und ich mache dann für Rocket Beans die Podcasts, ich mache dieses Format und mache für YouTube den Stuff und wir können irgendwas Neues, Großes hier miteinander aufbauen. Und das wäre ganz cool. Und was da mit einhergeht, das ist jetzt nicht vom Patreon abhängig oder sowas, aber was einhergeht mit weniger Arbeit bei Rocket Beans, mehr für private Sachen dann investieren. Ich werde zum Beispiel, das werdet ihr auch auf dem YouTube-Kanal dann hier erleben, ich werde nach Japan fliegen. Ich bin das erste Mal in Japan tatsächlich. Dieses Jahr im September zur TGS, zur Tokyo Game Show, bin ich da für 2 Wochen in Japan. Von Ende September bis Anfang Oktober werde ich da sein. Ich bin seit einiger Zeit bei einem YouTube-Netzwerk hier mit dabei und die organisieren eine Reise mit vielen der YouTubern, die da unterwegs sind, und ich werde mich diesmal anschließen und ich nehme meine Kamera mit. Ne? Ich will da nicht nur auf die TGS dann drauf und entsprechend mal gucken, was da los ist und gegebenenfalls vielleicht Interviews organisieren, wenn ich ein paar Leute da dran kriegen kann, sondern ich will auch Reisen durch die Videospielshops machen, ich will mir eine Wrestling-Show angucken, ich will einfach mal China sowieso, ne? China will ich erleben, wenn ich Shenmue mir angucke in Japan. Ich will Japan erleben, wie ich es nur von Erzählungen und Videos und anderen Sachen her kenne, und da freue ich mich sehr drauf, und das ist auch eine Sache, die dazukommt, ne? Weniger Zeit sozusagen in Sachen investieren, wo ich merke, dass die mich auseinanderklauben, was die Energie angeht, und mehr bei sowas Freiräume schaffen, um solche Sachen zu tun. Und davon profitiert nicht nur ich, sondern profitiert ihr auch, weil ich dafür auch Content für den YouTube-Kanal machen werde. Und das sind alles viele neue Sachen, viele große Änderungen und sind einige Sachen, die ich mir von der Seele reden musste. Ich habe wahrscheinlich auch sehr viel gebrabbelt hier und da aus, und das ist länger geworden, als normalerweise solche Sachen sind. Aber es waren auch viele Punkte, die dabei gewesen sind. Lass mich mal gucken, ob ich nichts hier verpasst habe. 20 Jahre RPG helfen, dafür vielen Dank, habe ich schon gesagt. Meine neue Arbeitszeiten bei Rocket Beans. Ich werde weniger Zeit insgesamt da verbringen, um meinen Stress zu reduzieren und mir mehr Freiräume für Ausruhen und eigene Projekte dann zu schaffen. Also plauschangriff.de weitergeben und weiter draufschauen. Patreon ist gestartet, und wenn ihr mich supporten wollt, macht das gerne, und ihr ermöglicht vielleicht konkrete neue Projekte, die hier dann drankommen werden. Und ich fahre nach Japan, und das wird ein großer Spaß. Wenn ihr Feedback habt, und das habt ihr wahrscheinlich, schreibt es hier runter, gerne Anmerkungen, konkrete Sachen. Und ich habe es immer wieder mal dann ausgeführt, aber es fühlt sich eben wie nochmal ein Danke für 20 Jahre, die ein oder andere Leute bestimmt schon. Also ich höre das öfter mal, hey Gregor, ich habe jetzt deine Videos entdeckt und ich kann es gar nicht glauben, aber ich habe damals zu Schulzeiten deine Webseite schon besucht und ich kenne dich von da aus. Ja, bist du wirklich der Gregor von damals aus? Hey, ich habe dich mal bei Game One gesehen und so weiter und so fort. Auf die eine oder andere Art, ob ihr jetzt kurzzeitig meinen Content konsumiert oder ob ihr so dabei seid. Es ist sehr schön, das, was wir hier gemeinsam aufgebaut haben, aber was der RPG-Heaven und allgemein die Projekte für mich hier bedeuten, ohne die wäre ich eben nicht da, wo ich heutzutage bin. Es hat mich nicht nur arbeitstechnisch geformt, sondern mir auch entsprechend die Möglichkeiten gegeben, mich dann anzubieten und den Fuß in die Tür gepackt, und von da aus konnte ich selber gucken, ob ich sie auftreten kann und Sachen anstellen kann. Und ich wäre nicht an dem Punkt, wo ich angekommen wäre, ohne dass ich den RPG-Heaven ins Leben gerufen hätte und ohne dass ihr über die ganzen Jahre mir nicht so viel zurückgegeben hättet. Durch eure Aufmerksamkeit, durch euer Feedback, durch euer Dabeisein. Und ich hoffe eben, dass trotz der ganzen Änderungen, trotz der neuen Wege, die ich versuche einzuschlagen, ihr auf die eine oder andere Art wieder dabei sein werdet und gegebenenfalls es euch in euch findet, hier da nochmal ein bisschen Support dann dazulassen und mal gucken, was draus wird. Ich möchte es auf jeden Fall ausprobieren und schauen, und schöne neue Welt, ne? Schreibt es in die Comments mit rein, gebt mir das Feedback über Twitter, schreibt es auf plauschangriff.de, seid auch bei RocketBeans.tv mit dabei. Trotz der ganzen reduzierten Arbeit, die ich da haben werde, wir haben trotz des Reboot-Projektes, was nicht ganz so gelaufen ist, wie wir es uns gewünscht haben, aber jetzt mit Game Talk haben wir was Neues getestet, was anscheinend wohl besser nochmal bei euch ist, was wir nochmal weiter irgendwie ausprobieren können, gerne auch da euer Feedback dalassen und schauen, dass ich möchte euch auch im besten Fall nicht nur Plauschangriff.de bestücken können, nicht nur weiterhin die Retro-Clubs und Future-Clubs und Nerd-Quizzes und Spiele mit Bart und Speed-Randales und die ganzen anderen Sachen machen können, nicht nur bei anderen Shows mit drin sein und trotzdem genug Zeit zum Pennen und alles haben. Ich weiß, es ist ein bisschen, ist es ein utopischer Wunsch? Nein, es ist ein Umsortieren und Umarbeiten und auf seinen Körper hören und schauen, wie ich dann besser machen kann, weil ich will nicht aufhören. Ich will nicht sagen, mit 40 ist Schluss und ich mache keinen Krimskrams mehr bei YouTube und ich mache keine Spinnereien vor der Kamera, und ich glaube, mir würde es auch dann enorm fehlen, auch wenn es dem Körper wahrscheinlich hier und da gut tun würde. Vielleicht kriege ich das in Einklang. Ne? Wahnsinn, und dass es dem Körper besser geht. Und nach Japan fliege ich auch. Das sollte doch da auch letzten Endes gut sein. Gebt mir das Feedback, sagt, wie ihr denkt. Und ich hoffe,
Ja, gut, das war jetzt wieder wirklich mehr rambly, als es war, aber ich hoffe, ich habe meine Punkte gut dargebracht. Wenn nicht, frag nach und ich versuche zu präzisieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Ihr Bundeskriegerdent. Bis dann. Tschüss.